Ja, meine Freunde, wunderschönen guten Tag. AppReview ist hier wieder am Start und zwar mit der nächsten AppReview und zwar mit Pinball 5000. So, wir wollen direkt mal gucken, was erwartet uns hier bei Pinball? Natürlich ein Pinball. Also, naja, was sonst hier? Ein Pinball-Automat. Schöner Automat, mit dem es wirklich Spaß macht zu spielen. So, das geht sogar auf dem Odus Lux ganz gut, auch wenn man nicht gleichzeitig beide Tasten drücken kann. Egal. Der Ball ist immer nur auf einer Seite. Und dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal hier Vollgas, um einfach mal ein paar Punkte zu holen. Nein, es ist nicht beabsichtigt, dich immer die 500 zu treffen. Ah, das hat leider nicht geklappt. So, und auf ein neues. Jetzt hängt er hier, was ist da los? Wunderbar. Da ist auch das erste Mal der Ball davon geflutscht. Highscore ist bei 150.000 gerade mal. So, und wer hier gesagt oder gedacht hat, Mensch, diese eine Strecke hier, damit kann man ja nicht die ganze Zeit nur spielen. Ich meine, mir macht's Spaß. Ich spiele Pinball sowieso gerne. Yay, Punkte! Oh, immer nur da rein, er ist langweilig nach einer Weile. Dem macht das dann keinen Spaß mehr. Nochmal extra ein paar Punkte geholt. Und weiter geht's. Außerdem ist mir gerade mal so aufgefallen, was ich für einen Quatsch eben erzählt habe. Ich bin bei 25.000 im Highscore. Mein bester Highscore war 150.000 grob, also 146.400. So, jetzt mal ein bisschen Rummel die Bummel hier und dann war's das aber auch schon, ja? Macht ja nicht so wirklich Spaß, werdet ihr sagen. Ja, ist okay. So, nach 2 Minuten lassen wir da mal alle Kugeln wegfallen und ich zeige euch mal, was das Ding noch so drauf hat. Denn es gibt nicht nur einen Tisch, sondern mehrere. So, wir gehen wieder in mein Menü, gucken, was hier so Schönes geht und sind auf einmal im Weihnachtsmodus. Und das sieht doch echt cool aus. Denn hier kann man richtig Punkte holen. So, dann wollen wir mal loslegen. Beim Lebkuchenmann hängt das Ganze hier fest. So. Und wir wollen mal hier den Weihnachtsmann nochmal abschießen, dass er uns den Pinball als Geschenk mitbringt. Und wer sagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber mir ist das immer noch zu langweilig. Ist denn das alles? Natürlich nicht. Weiterhin kommt, was war das jetzt hier? Beschleunigung Ultra. Weiterhin kommt natürlich noch ein weiterer Tisch und den wollen wir uns auch gleich nochmal ansehen. Viele Möglichkeiten. Ich weiß damals noch, wie die Automaten ganz berühmt waren. Jeder wollte damit spielen und die Spiele waren immer so teuer. Heutzutage kann man sich sowas kostenlos im Play Store runterladen. Wer immer noch den Spaß am Pinball hat, und nicht unbedingt den von Windows nehmen möchte, der immer original noch drauf war. Gibt ja viel bessere Versionen noch heutzutage. Wer Vibration im Tablet hat oder im Handy, da denke ich mal, wird auch die Vibration angesprochen. Hier bei mir jetzt in dem Fall nicht, aber trotz alledem, man kann ja nicht meckern. Für zwischendurch ist das Spiel erste Sahne. So, und ja, wollen wir ganz kurz zurück ins Menü. Wir wollen das einfach mal beenden, das Spiel. Wir gehen hier direkt drauf auf Lucky Stones und gucken uns hier das gute Ding mal an. Und auf geht's. Der nächste Tisch. Und los. Da kann man auch gut Punkte holen. Mit der kleinen Besonderheit, dass man hier noch extra Punkte rausholen kann. So, wunderbar. Schade. Einmal ins Ausgeflogen. Wer es gesehen hat, da oben sind auch noch Flipper extra. Der Flipper-Automat hier oben, jetzt kann man es nochmal sehen. Da kann man extra Punkte rausholen. Je öfter man eine Stelle berührt, dann kriegt man auch mal extra Punkte. Schade. Also so eine coolen Flipper-Automaten gab es da nun doch nicht überall.
So, und so kann man wenigstens Punkte mal rausholen und für ein paar Sekunden. Na, komm schon. Shit. Na gut. Haben wir hier auch erstmal ein bisschen was geschafft? Und wieder Diamanten und wieder 35.000. Immerhin ein paar Punkte rausgeholt. So, was haben wir hier noch? Irgendwie Roulette. Gucken wir mal, was hier so bei rauskommt. Mit 3.000 Punkten. Und noch ein Leben mehr. Also das Spiel spielt sich hier erstmal von alleine größtenteils. So, da kommt er wieder raus. Und wir flippen ihn direkt wieder nach oben rein. Mit Special Effects und Lichteffekten sieht das Ganze natürlich richtig cool aus. Was ist das jetzt hier? Totenköpfe? Was hat das zu bedeuten? Und weiter geht's. Schon wieder ein. Ach so, der Totenkopf nimmt mir meine ganzen Punkte weg. Das ist ja mal genial. Das ist ja nicht schlecht. Habe ich ja noch nie gesehen. Coole Sache, das gefällt mir. Also, da kann man Spaß mit haben, definitiv. Schon wieder alle Punkte weg, wa? Pass auf, gleich. Das dauert nicht mehr lange. Oh, 100 Punkte extra. Ich bin begeistert. Und was jetzt? 500 Punkte. Also so langsam, wenn man es drauf hat, kann man natürlich hier auch enorm viel Punkte machen. Oder ein Leben noch zusätzlich holen. So, wir gucken mal, was haben wir denn noch Schönes? Immer wieder coole Musik ist natürlich auch dabei. Lichteffekte vom Feinsten. Der Pinball-Automat, der Flipper, da geht es richtig ab. Und die App ist natürlich auch kostenlos im Play Store erhältlich, sagte ich ja bereits. Bevor man hunderte Euro nachher noch ausgibt und hier in der Flippersucht erstickt, kann man sich das Ganze kostenlos saugen und damit auch seinen Spaß haben. Und wieder über die Bahn zurückgeschossen. So. Und nochmal, weil es so einen Spaß macht, über die grüne Bahn drüber. Jetzt mal die andere blaue. Oh, jetzt muss es schnell sein hier, sonst ist der Ball verschwunden. Und hepp. Endlich, da durch die Orange wollte ich da auch nochmal durch. Scheiße, nochmal 500 Punkte für einen Absturz kassiert. Sehr schön. Wunderbar. Wieder über die grüne Bahn. Das ist also Pinball Karneval. Kann man halt nicht meckern. Wie gesagt, der Link ist bei mir in der Beschreibung, wenn ihr es mal ausprobieren wollt. Unterstützt die Entwickler dabei, weil das ist wirklich ein cooles Spiel. Da kann man auch Zeit mit verbringen. Und das soll es auch erstmal gewesen sein zu dem Pinball-Spiel, was mir wirklich große Freude bereitet hat. Macht wirklich Spaß, kann man nicht anders sagen. Hier ist es nochmal, Pinball 5000. Viel Spaß damit und wir sehen uns bei der nächsten App Review. Auf Wiedersehen.